dass es mein Dach weggesprengt hat. Hallöchen und willkommen hier zurück zu unseren dritten Phase One Block. Und ja, ich war ein bisschen im Hintergrund aktiv und fleißig. Ich habe ein bisschen AFK gestanden, habe ein bisschen die Farm bearbeitet in der Zwischenzeit, ein bisschen Bäume angepflanzt und habe das Grün bisschen verteilt, dass unsere Schafe wieder schön vor sich hin bellen können. Keine Ahnung, wie man es nennen mag. Auf jeden Fall halt einfach hier wieder Wiese ist. Heute wollen wir ein bisschen den Bereich hier etwas sichern. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen. Vielleicht werden wir auch erstmal nur Zäune aufstellen, dass falls Zombies und Creeper und alles auftauchen, dass wir hier einfach die Möglichkeit haben, dass die Monster quasi nicht raus können. Alternativ könnten wir natürlich ein kleines Auffangbecken bauen. Allerdings glaube ich, dass das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten wäre. Von daher denke ich mal, machen wir eher so eine Art Pagode mit Zaunfunktionen. Und das Ganze vielleicht versuchen, ein bisschen auf schön zu trimmen. Dafür haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen Holz da. Man sieht, Fichte, Eiche haben wir en masse. Fichte könnten wir jetzt noch ein bisschen pushen. So, das ist schon mal aufgeräumt. Noch eine kleine Anmerkung aus eigenem Interesse, wenn es Sie interessiert. Ich streame montags, mittwochs und freitags, montags und mittwochs auf meinem Kanal. Und freitags, Link ist unten, bin ich bei meinem Partner zu sehen, bei OneGaming bzw. One.de auf dem Kanal. So, aufgeräumt, wunderbar. Dann würde ich sagen, Fichtenholz behalten mal, weil wir haben ja hier Eiche, also brauchen wir ein bisschen Kontrast. Kontrast, nehmen wir nochmal ein bisschen was raus und machen uns erstmal Bretter. Bretter sind immer ganz praktisch. So, machen wir was Rundes oder machen wir was Eckiges. Die Plattform selber ist rund und würde ich sagen, machen wir einfach mal was Schlichtes. Ja, und hier. So, das wäre so die Form, die ich mir gedacht habe. Jetzt müssen wir nur schauen, ob wir das vielleicht noch anders gestalten. Aber jetzt brauchen wir erstmal Slabs, dass wir hier darunter. Wobei, wenn ich das jetzt anders machen möchte, würde ich das nämlich so versuchen zu gestalten. Weil so, wenn ich es mache, ist es rein eckig. Schade, dass wir keine Mauern haben. Wir machen es jetzt einfach mal darunter. Einfach, dass wir mal so grob die Form hätten. So, wir könnten es jetzt entweder einen so machen, dass wir eine theoretische runde Form kriegen. Und das Ganze dann versuchen mit Zaun. Nee. Sieht nicht gut aus. Wir könnten mit Trapdoors arbeiten. Von außen hingeklappt. Einmal so und einmal so. Das könnten wir probieren. So. Genau. Sieht doch geil aus. Sieht doch eigentlich geil aus. So. Ob wir jetzt den Block lassen? Ja, müssten wir eigentlich, ne? Müssten wir eigentlich. Und hier würde ich dann theoretisch offen lassen, weil so, dann können wir auf jeden Fall von allen Seiten immer ran. Und hier können wir reingucken und sehen, welches Monster da ist. Okay, dann haben wir das. So, und wie machen wir das jetzt zu? Das ist eine gute Frage, die ich aktuell noch keine Antwort habe. Eins, sweet, simple, effizient. Darauf kommt es jetzt erstmal an, weil je mehr Blöcke wir irgendwann haben, umso mehr Möglichkeiten haben wir. Dann haben wir den Kontrast wieder mal hergestellt zwischen hell und dunkel. Den können wir hier noch machen. Dann machen wir jetzt noch Slabs drunter. Einfach das Schönes. Okay. Ja,
Jetzt sieht das Ganze schon mal ein bisschen angenehmer aus. Ich habe hier irgendwie eine Slab zu viel. Warum? Ja, Lager müssen wir auf jeden Fall noch angehen. Okay, dann machen wir hier noch, dass auch ja nichts raus kann. Aber wir brauchen noch die Eichen-Slabs. Was hier zu ist. So. Jetzt kann man nämlich von hier abbauen. Und für den Fall, dass hier jetzt Monster irgendwann auftauchen. Was ja passieren kann. Und wir kriegen Gras, juhu. Dann sind wir erst einmal ziemlich safe. Zack. So. Ja. Auf jeden Fall einiges an Schnee. Eine Spitzhacke haben wir erstmal eine auf Reserve. Und sobald wir jetzt mal einen Stein haben, was wir gleich haben. Ein Wufti! Ja, hallo Wufti. Habe ich Knochen? Nö, habe ich noch nicht. Bleib du mal da drin, bis ein Skelett auftaucht. Ja, das ist praktisch, nur dass der da drin ist, weil der mag die nicht. Der killt die für uns. So ein feiner Wufti. Das nenne ich mal Wachhund. Hat fein gemacht. Schau mal. Magst du? Ja, fein. Allerbester Freund. Komm her. Ja, du musst hier raus. Hallo, Vollpfosten. Ich nenne dich Vollpfosten. Das ist jetzt dein Name. Komm, Vollpfosten. Dann bleibst du halt drin. Machst die Skelette und alles für uns platt. Kein Thema. Alter. Nice. Springs. So ein feiner Vollpfosten. Ja, so ein feiner Vollpfosten. Fein magst du das. Ah, wir sollten beim nächsten Eis mal schauen, dass wir es... Ich sag's noch. Dass wir es schmelzen und dann versuchen, mit einem Eimer einzufangen. Das ist Gold, oder? Ja. Wir brauchen eine Eisenaxt. Ein Schneewolf. Den brauchen wir nicht unbedingt. Der macht uns nämlich alles kaputt. Sehr schön. So ein feiner Vollpfosten. Der hat uns einfach das Gold geklaut. Nee, nee, nee. Außerdem frisst er unsere Hühner. Sind zwar echt süße Tiere, aber nein. Muss nicht sein. Eine Truhe. Oh, Hasenpfote. Und Kaninchenfall. Boah, nice. Das ist mal cool. Ein Eisbär. Der ist auch gefährlich. Das ist echt ein schönes Tier, aber wenn der mal irgendwann seinen Rappel hat, ne, und uns einfach killt, dann schaut es anders aus. Und das wollen wir nicht rausfinden. So, jetzt. Okay. Einmal schnell eine Fackel hier rein. So, theoretisch müsste das Ding ja eventuell schmelzen. Schauen wir mal, ob die Dinger schmelzen. Ist einfach nur Eis. Eis schmilzt theoretisch. Warum schmilzt er nicht? Kabelblock. Packed Eis. Ach, es ist Packed Eis. Deswegen. Weil es Packed Eis ist, schmilzt es nicht. Okay. Kriegen wir für unser Vollpfosten ein kleines Spielkameradchen? Ja, fein. Ja, komm her. Wie nennen wir dich? Weiß es nicht. Schreib mal in die Kommentare, wie wir den Freund von Vollpfosten nennen sollen oder die Freundin. Nice.
Noch mehr Schwarzei. Ja, ich habe leider noch nichts zu essen für dich. So, noch mehr Kaninchen voll Gold und oi. Fuck, was ist hier los? Ja, so ein feiner Hundi. Was ist denn hier los? Hallo. Aber ihr kommt wie gerufen. Danke dafür. Wir kriegen ja hier richtig Doggy Paradise hier. Na komm. So. Ja, sobald ich ein bisschen Mumpy für dich habe, gibt's Mumpy. Alter. Okay. Nice gemacht. Wirklich nice gemacht. Aber ich bin froh, dass es mein Dach weggesprengt hat. Gibst du dir so viel Mühe beim Bauen und dann sprengt dir das Spiel einfach alles weg, weil es sagt, ja, das war jetzt so nicht gedacht, dass du hier, ne? Oh, das war der Sound aus Age of Empires. Hast du nicht gesehen? Dings. Das war dieser, der Schamane, also der Priester. Das ist Trollolala. Was gibt's denn jetzt? Eis! Endlich! Eis, Baby. Du kannst auch aufschlagen. Einmal Wasser. Zweimal Wasser. Und jetzt müssten wir theoretisch eine unendliche Quelle haben. Wenn ich richtig gedings habe. Ansonsten brauchen wir jetzt einfach noch einen Block. Aber gut, Eimer. Wir gucken mal. Ja, eine unendliche Quelle. Wunderbar. Wunderbärlich. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Daraus können wir so viel machen. Wir können uns einen eigenen Teich anlegen. Wir können... wir können nach unten bauen. Wir können Wasserfälle generieren. Wir können alles Mögliche. Wir können neue Farmen anlegen. So. Diebstahl. Finde ich nicht cool. Knochenmehl. Schneebälle habe ich ja ganz wenige. Wir können uns auf jeden Fall jetzt langsam eine Schwarzeiche züchten. Das ist doch schon mal was. Noch ein Wufti. Na gut. Alle guten Dinge sind 4. So, schauen wir mal, ob wir die Kiste langsam vollkriegen. Den Schnee werde ich jetzt mal schnell umcraften in Schneeblöcke. 35 Blöcke. Wow. Was? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, ein Holzschwert. Ah. So. Ja, ich brauche mal unbedingt eine Ausrüstung. Eine neue Kiste. Eis. Noch mehr Eis. Noch mehr Wasser. Man freut sich immer. Das heißt, wir haben es geschafft. Neues Upgrade. 4, 3, 2, 1. Und wir sind im Ocean gelandet. Im Ocean Biom. Alles klar. Alles klar. So, das ist die Ausbeute von unserer kleinen Exkursion durch die eisige Tundra. Wir haben halt jetzt nicht viel Stein, ne? Das nervt tierisch. Wir bräuchten langsam mal so ein Klecks Lava, dass wir jetzt mal langsam Richtung Cobblestone Generator gehen, weil ohne Cobblestone Generator ist das Ganze langsam ein bisschen doof. Und wir bräuchten langsam mal Zombie.
Gut, können wir aktuell irgendwas bauen? Können wir aktuell irgendwas bauen? Eigentlich nicht viel. Mir fehlt nämlich Material ohne Ende. Wir könnten mal, komm, wir sortieren hier mal, ne, hier an der Stelle mal ein bisschen ein. So, wir haben ja einige Truhen, gib mal her. Wir haben hier Underground Chests. So, da können wir mal hier so machen. So, okay, dann haben wir normale Truhen, die Variety Chest, nehmen wir nochmal. Okay, wunderbar. Was haben wir hier noch? Birke. Wer braucht Birkenholz? Ganz ehrlich, was meinst du? Ist Birkenholz ein schönes Holz oder nicht? Schreib's in die Kommentare. Bin gespannt, weil ich persönlich meine, Birkenholz ist jetzt nicht ganz nutzlos, aber ich glaube, das am wenigsten genutzte Holz, zumindest im Vanilla Minecraft. So. Aber wir machen jetzt mal hier rein. So, dann kommen wir hier. Ein Diorit, Granit. Da haben wir noch Fichtenholztreppen. Da haben wir noch Plain Chests, die können wir auch gleich setzen. Hier. Da haben wir soweit Holz. Dann machen wir hier noch einen frei, falls wir noch irgendwelche Bäume kriegen, wie jetzt zum Beispiel schwarze Eiche. Dann machen wir das so. Dann machen wir hier zwischen Granit. Dann machen wir hier Diorit. Dann machen wir hier Andesit. So, da haben wir das auch schon mal geordnet. Dann hier vorne haben wir noch die Stairs. Haben wir ja noch Slabs und Birkenstämme. Zu meiner Schande muss ich ja gestehen, ich habe welche gebaut. Aber das war am Anfang. Ein Spaß. So schlimm ist es jetzt nicht, aber. Ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Birkenholz. Das kriegt man, glaube ich, mit. Es hat bestimmt seine Daseinsberechtigung, aber. Irgendwie. Ja. Legen wir uns mal hin. Ich habe einen Hund im Gesicht. Ich hatte einen Hund im Gesicht. Ist irgendwie verstörend. So. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen Ordnung gemacht. Das Ganze grob einsortiert. Was heißt grob einsortiert? Mal ein bisschen das Ganze in Form gebracht. Dann haben wir auf jeden Fall das gemacht. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt irgendwie an Lava, an Stein irgendwie rankommen. Und wir können mit Erde, könnten wir das noch schnell reparieren. Ich muss noch mal kurz die Struktur anschauen. Ja, machen wir das noch schnell. Wir haben ja noch ein bisschen Erde da. Direkt grün geworden. Ja, wie geil ist das denn? So, haben wir zwei Abstand. Zwei Abstand. Dann kommt der Einser und dann kommt der Fünfer. Okay. Zwei Abstand. Noch ein Einser. Und dann kommt hier 1, 2, 3. Dann haben wir wieder 1, 1 und dann ist das Ding repariert. Dann könnten wir hier nämlich den Zaun noch verbreitern. Dann haben unsere Tiere noch ein paar Zentimeter mehr Platz. Das ist doch mal. Ist doch mal ein nice Move von mir, oder? So richtig, richtig schneller Kerl bin ich. Haben wir noch? Oh, wir haben sogar noch Zaun. Können wir noch ein bisschen mischen, bis wir das endlich mal schön machen da hinten. So, dann kriegen wir hier wieder ein bisschen mehr Platz. Sogar hier noch eins machen.
Ja, mal aus dem Weg, Schweinchen. Oder willst du, dass ich dich mit der Axt begrüße, hä? So. Und fehlt uns hier vorne noch was. So. Wo geht's denn hier raus? Oder habe ich das Leiter abgebaut? Ja, ich habe das ich habe das Town Tor abgebaut. Bin so schlau. Dann brauchen wir hier noch Licht für euch. Wir haben das Ganze da hinten repariert. Wir haben eine relativ große Fläche, bis wir das jetzt irgendwann mal hier endlich schön bauen können. Und ja, wir haben unser Lager ein bisschen umstrukturiert. Und daher würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wo ist die Lava? Bis dahin, Dankeschön fürs Reinschauen, reingehauen. Wenn es dir gefallen hat, gerne auf die Glocke drücken, gerne abonnieren, gerne kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Und ich sag Tschüssi.